zeige dir in diesem Video, wie du deine Daten aus dem Google-Schulkonto in ein eigenes Google-Konto umwandelst. Dazu hast du zuerst ein eigenes Google-Konto erstellt und hast dich nun aber mit dem Google-Schulkonto eingeloggt. Danach gehst du auf google.com und rechts oben wählst du bei den Apps Mein Konto aus. Du siehst diesen Screen und gehst auf Persönliche Daten und Privatsphäre hier in der Mitte. So. In diesen persönlichen Daten scrollst du weiter nach unten. Und in diesem Bereich der Inhalte kontrollieren kannst du meine Inhalte übertragen, hier auf der rechten Seite. Und jetzt kannst du Übertragung starten klicken und hast hier die Anweisungen. Du musst nämlich das Zielkonto angeben. So, das ist mein privates Google-Konto. Das Zielkonto wird dann bestätigt. Also der Code senden. Genau. Und jetzt kommt auf deiner E-Mail-Adresse zum privaten Google-Konto kommt ein Code. Das heißt, du musst jetzt auf das private Mail, das kannst du hier machen, mail.google.com, und musst jetzt aber hier unten schauen, dass du deinen privaten Account, den du vorher gewählt hast, anwählst. Ja, da kannst du links unten in der Ecke drauf schauen, in welchem Account du bist, und mit Klick darauf kannst du das aktivieren. So, du hast dieses Mail bekommen und kannst den Bestätigungscode abrufen. Genau, das ist der Bestätigungscode. Wenn du lange draufklickst, kannst du den kopieren, das ist einfacher. Und wieder zurückgehen zu dieser Inhalteübertragen-Seite, wo du vorher warst. Und jetzt diesen Code hier eingeben, kannst du direkt einfügen. So, und bestätigen. Gut. Und in dem Fall, wenn ich jetzt auf Übertragung starten klicke, werden alle Dokumente von meinem Google Drive, das heißt alle Google Docs, alle Google Presentations und so weiter, werden in meinen neuen Google Account übertragen. Es werden auch alle Gmail-Nachrichten, die ich auf eduzis.ch bekommen habe, werden auf den neuen Account übertragen.